Hallo liebe Campingfreunde, ich melde mich heute mal kurz von unserer Hausmesse hier in Versmold und ich muss sagen, als erstes bedanke ich mich mal bei meinen Kunden und Interessenten, denn wir hätten nicht mit so einem Zuspruch gerechnet. Ihr seid wirklich gekommen von Utrecht, von Berlin, von Hannover, von Bremen, von Flensburg. Also das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass ihr alle so weit gefahren seid. Und da muss ich mal ein ganz großes Danke sagen. Für alle die, die jetzt nicht hier sein können, gehe ich mal einmal rum. Denn wir haben ja einige Highlights, die könnt ihr euch aber auch online anschauen. Hier steht der neue Bürstner Copa 500 und dahinter der neue Nugget auf der V710 Basis. Und für diese beiden Fahrzeuge habe ich am Mittwoch mit Stebo Mai von Die Zwei Mais einen vierstündigen Videodreh gehabt, in dem wir die Fahrzeuge wirklich genau vergleichen und erklären. Die könnt ihr euch dann auch prima online anschauen. Hier haben wir endlich einen Nugget Limited, jetzt gerade in Orange. Ich mag das grüne Lichtchen noch lieber, aber es ist echt cool. Eine Neuerung, und zwar der Bürstner Signeo 590 mit Aufstelldach. Das ist jetzt der allererste. Auch von dem werde ich in Kürze ein Video machen, dann könnt ihr euch den auch mal genau anschauen. Der Bürstner Copa 530, davon haben wir auch noch einige am Lager zu super Preisen im Moment. Und der steht auch hier. Da habe ich auch schon ein Erklärvideo zu gemacht. Für die Nuggets sowieso. Da könnt ihr euch alle unsere Videos über die Mietfahrzeugeinweisung anschauen. Da wird es wirklich genau erklärt. Und ich filme mal kurz rein. Das hier ist nämlich ein Limited. Der ist mit diesem gebürsteten Metall wirklich ziemlich cool. Auch noch wenige Restfahrzeuge verfügbar. Unser Copa 500, das ist noch das Vormodell. Den haben wir immer noch behalten als Ausstellungsstück, aber der darf jetzt auch den Hof verlassen. Das ist der mit der schönen Beklebung, mit der Seven Oceans Beklebung. Das ist auch, also ich finde es immer wieder ein Highlight. Es stand lange vor meinem Büro, finde ich echt schick. Hier haben wir den Signeo 550. Der ist super für zwei Personen und auch noch supermäßig geeignet, um ihn im Alltag zu benutzen. Und hier haben wir was ganz Neues. Und zwar habe ich immer mal wieder zwischendurch die Anfrage von jemandem, der sagt, ich habe einen Transit mit Sitzen. Ich möchte gar nicht unbedingt eine feste Küche und ich möchte auch nicht so viel Geld ausgeben. Und hier haben wir jetzt mal zusammen mit Chemtools aus Münster, also ich liebe ja regionale Kooperationen. Münster ist von hier ungefähr eine halbe Stunde entfernt und die Jungs machen echt einen super Job. Da haben wir eine Bettlösung realisiert, beziehungsweise das haben die schon selbst gemacht. Die sind echt pfiffig. Damit kann man mit fünf Personen in den Urlaub fahren und dann hier für zwei Personen ein Bett bauen. Hier ist eine Kühlbox, die super funktioniert. Der Küchenblock sehr, sehr durchdacht mit Tellertassen, der Kocher, man kann das umdrehen, der wird auch nicht ausgepustet. Das ganze Teil kann man abnehmen und auch zum draußen Kochen benutzen. Also das ist wirklich ziemlich pfiffig. Das erkläre ich mal ganz in Ruhe in einem weiteren Video. Aber es ist wirklich eine super Idee für jemanden, der schon ein Fahrzeug hat. Und das Gute ist, man kann es auch in das nächste Fahrzeug mitnehmen. Oder wenn man es nicht mehr meint, man hat sich doch verkauft, dann verkauft man es wieder. Also man ist jetzt nicht so festgelegt, als wenn man sich einen Camper kauft. Thema Dachzelt fand ich immer ganz cool. Da ist auch der Patrick hier von Riegel Adventures. Der hat die Dinger selbst hergestellt und unterstützt uns hier ein bisschen. Das ist das allererste Zelt. Und meine Idee war, warum immer ein Aufstelldach, wenn man einen Transit hat, und ein Dachzelt drauf baut, hat man eigentlich das Gleiche. Unten können zwei schlafen, oben können zwei schlafen und hier ganz besonders, das hat nämlich eine Liegefläche von 1,90 Meter mal 2,40 Meter. 2,40 Meter. Und ich muss sagen, das ist schon echt ziemlich cool, wenn man da oben reingeht.
Das ist riesig. Gibt direkt ein Aha-Gefühl, wenn man reinklettert. Man hat einen super Ausblick nach draußen und damit hat man dann wirklich auch zwei richtig getrennte Schlafzimmer. Also im Aufstelldach schläft man ja immer irgendwie in einem Raum und hier können die Eltern oben schlafen, die Kinder unten oder umgekehrt. Also ich finde, das ist eine echt coole Sache. In dem Dachzelt können übrigens auch prima drei Kinder querschlafen, also dann kann man wirklich auch mit 5 Personen in den Urlaub fahren. Und das Gute, auch das ist regional. 15 Kilometer nördlich ist Burgholzhausen und dort ist die Firma Riegel Adventures angesässig. Und ich finde das immer klasse, das sind kurze Wege, wenn man mal eine Frage hat oder wenn auch mal eine Beratung dazu sein sollte, kann man mal schnell irgendwann rüberschicken und das ist wirklich prima. Ja, meine Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Bei Fragen ruft uns an, kontaktiert mich oder mein Team. Wir würden uns freuen. Viele Grüße, euer Oliver.